Moin aus dem Gigantwerk in Dinklage. Heute werde ich zeigen, wie wir Bremsbeläge an einer 5,5 Tonnen Starrachse tauschen. Um zu überprüfen, ob die Bremsbacken getauscht werden müssen, haben wir zwei Kontrollöffnungen an den Abdeckblechen eingebracht, die mit Verschlussstopfen versehen sind. Wenn wir diese öffnen, können wir den Verschleiß der Bremsbacken feststellen. Wenn die Bremsbacken getauscht werden sollen, ist darauf zu achten, das Fahrzeug gegen Wegrollen zu sichern und die allgemeinen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Nun können wir das Rad demontieren. Dann drehen wir die Verstellschraube des automatischen Gestängestellers gegen den Uhrzeigersinn. So weit, dass die Bremsbeläge sich von der Bremstrommel lösen und die Bremstrommel sich frei bewegen lässt. Jetzt können wir die Trommel demontieren. Wenn sich die Trommel nicht leicht abziehen lässt, haben wir für diesen Fall zwei Gewindebohrungen eingebracht, wo wir mit Hilfe von Schrauben die Trommel von der Narbe drücken können. Wenn wir jetzt die Bremstrommel abziehen, haben wir die Bremsbacken offen liegen. Jetzt ist auch ganz klar zu erkennen, was der Vorteil einer Gigantachse ist. Wir brauchen zum Tauschen der Bremsbeläge nicht die Narbe demontieren. Was man allerdings demontieren muss, ist die Festpunktfeder. Dann nehme ich einen Schraubenzieher und drücke die Festpunktfeder nach vorne. Nun drücke ich die untere Bremsbacke mit Hilfe eines Montierhebels nach unten und seitlich an der Narbe vorbei. Und mit der oberen mache ich das Gleiche und kann so problemlos die Bremsbacken entfernen. Jetzt, wo wir die Bremsbacken demontiert haben, überprüfen wir die Festpunktringe und falls nötig erneuern wir sie. Ein Kit Bremsbacken besteht aus zwei Zugfedern, zwei Festpunktfedern und vier Bremsbacken. Alle Ersatzteile können auch auf unserer Internetseite angeschaut und nachbestellt werden. Um die Bremsbeläge montieren zu können, müssen sie mit der Zugfeder verbunden werden. Hierzu ist im Bremsbelagträger eine Lasche eingearbeitet. Wenn wir die beiden Bremsbacken mit der Zugfeder verbunden haben, drehe ich die untere Bremsbacke mit der Festpunktseite nach außen, um sie besser montieren zu können. Die obere Bremsbacke hake ich in der Festpunktseite ein. Jetzt drücke ich die Bremsbacken nach unten, sodass die Zugfeder an der Nockenwelle vorbeigeht. Dann nehme ich einen Montierhebel und drücke die untere Bremsbacke in die richtige Position, sodass die Nockenrolle auf der Nockenwelle anliegt und die Festpunktseite eingehakt ist. Bei einer Achse mit ABS-Sensor ist darauf zu achten, beim Einbau der unteren Bremsbacke nicht das Pullrad zu beschädigen. Als nächstes setzen wir die Festpunktfeder auf. Die Feder wird unten eingehakt und mit dem Hammer fixiert. Nachdem wir den korrekten Sitz der Bremsbacken nochmal überprüft haben, können wir die Trommel aufstecken. Nachdem wir die Trommel aufgesteckt haben, überprüfen wir noch einmal, dass die Abdeckbleche nicht an der Trommel schleifen. Jetzt können wir das Rad montieren. Als letzte Arbeitsgänge stellen wir den AGS, den automatischen Gestängesteller, neu ein und überprüfen die Bremse. Damit ist das Wechseln der Bremsbacken abgeschlossen.